ja. Ich glaube, mehr gibt es halt zu dem Thema nicht so viel zu sagen, ne? Doch, vielleicht eines noch, ne? Das habe ich in der letzten Aufnahme kurz angeschnitten. Es geht nämlich um die Diskriminierung, ne? Wegen dem Virus an Asiaten durch Weiße. Also, ne, was mir so bekannt ist, in den USA zum Beispiel oder auch in Deutschland habe ich fast Fälle gehört. Ich weiß nicht, wie es mit anderen Ländern aussieht, da habe ich halt irgendwie nichts gehört zu. Aber halt in den USA zum Beispiel sollen halt so Spaziergänger, so asiatische Spaziergänger halt bespuckt worden sein, weil die Rotznasen, ne, also, ja, ich glaube, man kann sie so nennen, ne, weil wenn man da rumrotzt, dann sind das ja Rotzlöffel, von meiner Meinung nach, oder? Oder sehe ich da was falsch? So Rotzbengel und so, sagt man ja zu kleinen Kindern und so weiter. Aber ich glaube, das trifft auch zu den Leuten zu, die halt, dessen Gehirnmasse nicht größer als eine Erbse ist. Ja, diese Rotznasen haben halt auf Asiaten rumgerotzt, weil die den Asiaten die Schuld gegeben haben, dass sie in dieser Situation sind, in der sie sich gerade befinden. Aber das ist nicht ganz der Fall. Sondern eher umgekehrt, ne? Sondern sie selber sind schuld daran, dass sie sich halt in der Lage befinden, in der sie sich halt befinden, aktuell. Weil erstens sind es nicht Asiaten, die halt andere Leute, also nicht nur Asiaten, die andere Leute anstecken, sondern man ist, wenn man krank ist, tut man es auch selber, wenn man nicht aufpasst. Und zweitens wurde es halt in China entdeckt, ne, aber irgendwie muss es ja nach außen gekommen sein, so, in die Außenwelt, zum Beispiel nach USA. Und das waren nicht nur Asiaten, ne, das waren auch Touristen wie Amerikaner, Deutsche und halt andere Touristen von den Ländern, warum gehe ich hier rein? Drittens, nur weil es in China ausgebrochen ist, heißt es nicht, dass es der Asiate in USA, dass der daran schuld ist, ne? Er hat den Virus nicht erfunden, er ist nicht daran schuld, dass er dem Virus ist halt den menschlichen Körper gebracht hat, ne? Also ich hoffe irgendwie, habe ich das gut ausgedrückt? Ich glaube nicht. Also der Asiate ist nicht daran schuld, dass der Virus sich in den menschlichen Körper verbreitet. Ne? Wenn zum Beispiel, wenn man so Leute in Schubladen steckt und sagt, ein Weißer ist rassistisch, dann sind alle Weiße rassistisch. Ne? So kann man es nicht betrachten. So sollte man es nicht betrachten. Das führt halt zu dieser Diskriminierung. So ist es auch mit halt Chinesen. Ne? Wenn ein Chinese dafür verantwortlich ist, wenn überhaupt, ne? Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wenn ein Chinese dafür verantwortlich ist, heißt es nicht, dass die anderen Chinesen mitverantwortlich ist, ne? Nur weil er halt dort in China seinen Ursprung hat. So, ich brauche Erde. Brauche ich Cobblestone? Ne, ich brauche. Moment. Auf Zäune, ne? Warum habe ich keine Zäune gecraftet? Und das sind halt Sachen, die halt diese Leute, ne, nicht verstehen, die auf andere spucken und so weiter. Ich glaube, ich habe schon mal was zu diesem Thema gesagt, ne? Rassismus, Diskriminierung und Mobbing und so weiter, ne? Ich habe ja darüber mal gequatscht. Ich bin immer noch, ich glaube, ich war auch damals in meinem, so wie auch heute, die Intelligenz dieser Leute
die rassistisch sind, die andere Leute diskriminieren bzw. mobben, ne, deren Intelligenz ist fast null, würde ich behaupten sogar, ne? Also die sind nicht wirklich schlau. Wenn die ein bisschen nachdenken würden, dann würde sich deren Hass eher in Gleichgültigkeit oder Neutralität verwandeln, ne? Mindestens. Man muss sie halt nicht mögen, da kommen, spielen halt andere Sachen dann auch wieder eine Rolle, wie Charakter und so weiter. Aber zumindestens, wenn man ein bisschen Grips hat und nachdenkt, dann ist man zumindestens neutral gegenüber der Person. Erst wenn andere Faktoren eine Rolle spielen, ne, wie eben dieser Charakter oder Erfolg und so weiter, dann, ich habe keine Zeile mehr, ne? Dann kann man sagen, ob man den Personen mag oder nicht, ne? Aber dazu müsste man halt die Person kennen. Erst wenn man die Person kennenlernt, dann kann man sich ein Urteil bilden. Aber direkt auf Anblick, aufgrund der Oberfläche, ne? Auf Haut oder aufgrund des Hauts oder der Haut. Deutsch wäre diese. Oder deren Gesichtsstruktur. Deren Größe, deren Volumen, kann man so sagen, deren Masse, ne? Also generell wegen Äußerlichkeiten andere Leute zu verurteilen, sie sogar zu hassen, ist wirklich bescheuert. Wie kann man sich so eine Meinung bilden und diese Meinung für richtig betrachten und sagen, dass man diese Person jetzt hasst, weil er so aussieht, wie er aussieht. Sagen wir, ein Christ ist rassistisch, so, oder diskriminierend gegen andere Ausländer, ne? Und dann kommt so Jesus, und der Jesus ist, sagen wir mal, so eine Minderheit, die diskriminiert wird, zum Beispiel, ja, Jesus ist ein Asiate oder ein Dunkelhäutiger oder keine Ahnung. Und der Jesus hilft vielen Leuten, hat deren Leben gerettet, hat deren Leben verbessert und sie zum Erfolg geführt und so weiter. Und dann kommt dieser Christ her und diskriminiert diesen Jesus, obwohl der Christ eigentlich diesen Mann anbetet. So. Würde er Jesus nicht kennenlernen, dann würde er nicht wissen, dass er überhaupt Jesus ist, sondern nur die Mensch, die er von außen sieht. Also. Und dann fängt er halt an, den Mann zu hassen, obwohl er eine gute Person ist. Und er eigentlich nach seinem Glaube ihn eigentlich verehrt. Ich hoffe, es wird so klar, was ich damit ausdrücken will. Ne? Also, man weiß nie vorher, was für eine Person er ist, wenn man ihn nicht vorher kennenlernt, sondern es entsteht halt nur, wenn man rassistisch ist, nur Hass. So. Viele Rassisten kennen halt keine Ausländer oder Leute mit anderen, mit Migrationshintergrund. Das ist halt das Problem. Sie sind auch nicht bereit dazu. Ne? Ich habe mal ich bin ja auf TikTok so unterwegs. Da habe ich halt ein Video. Ich habe wieder keinen Zaun gemacht. Was ist los mit mir? Da habe ich halt ein Video gesehen, wie Hass erfüllt. Ne? Da ist eine dunkelhäutige Frau zu den Nazis. Ne? Die waren wirklich Nazis. Das waren Nazis, die halt demonstriert haben gegen die Ausländer. Und da ist halt eine dunkelhäutige Frau. Sie war, glaube ich, Reporterin. Oder einfach nur Journalistin. Sie hat dann halt diese Leute interviewt und wie hasserfüllt sie der Frau entgegengekommen sind. Also, sie wollten am Anfang nicht mit ihr reden. Viele haben gesagt, diese Frau soll weggehen, sich ver,
verpeisen. Ist jetzt kein schönes Wort. Was mache ich da? Verpeisen. Warum geht das hier nicht? Okay, Moment. Ich brauche erstmal Sticks. So. Wir haben 9 Zäune, dann hier noch die 2. 12. Also diese Menschen waren halt nicht bereit dazu, mit der Frau zu reden. Nur ein Mann hat mit der Frau geredet im Video. Und der Mann hat auch nicht wirklich was Sinnvolles gesagt, so, sondern Bullshit-Argumente gebracht, den man leicht kontern konnte. Oder leicht gegen argumentieren konnte. Jetzt muss ich das hier mit Gras, ne? Füllen. Wie war das nochmal? Ich muss ein Gras-Erdblock setzen. Das konnte man ja craften. Ich glaube, das war normaler Dirt und Seeds, ne? Wenn ich mich nicht täusche. So, ich sehe gerade auf die Uhr. 45 Minuten sind schon vorbei. Das soll ja wieder eine Stunde. Ich wollte ja wieder eine Stunde nur aufnehmen. Ah ja, genau, so war's. Okay, dann setzen wir mal einen Erdblock dahin. Die Seeds brauchen wir nicht mehr. Erde eigentlich auch nicht mehr, ne? Wir haben ja das schon gepflanzt. Ja. So, was brauchen wir? Wir brauchen ein Zauntor. Dafür brauchen wir Holz. So. Ich glaube, das war so. Dann so. Okay. Dann sind wir eigentlich auch. Ich glaube, ich mache mir auch Zäune, weil ich glaube. Ich glaube nicht so viele, aber ein, zwei mindestens. Wo habe ich den Plank gesetzt? Getan. Ah, hier habe ich den Plank. Okay, ich habe alles. Okay. Wir können uns sowieso nur 3 Zäune bauen. Daher passt das. So. Dann sind wir wirklich in der Aufnahme mit der Plattform fertig geworden, ne? Mega nice. So, und hier mache ich dann. Ich habe keinen Kaktus, sondern vielleicht von diesem, ne? Von diesen Pflanzen hier. Oder neue, solche neue? Ich glaube, ich mache hier Obst, eine Obstplantage. Ich setze das mal hier so mit. So. Zack. So, hier muss ich nur einen Zaun hinbauen und da kommt eine Treppe hin. Oder nee, ich mache hier einen Korbel. Die Treppe kommt dann hier vor. Ja. So. Das heißt, hier brauche ich Dingens. Ziegelsteine. Da habe ich es genauso gemacht, ne? Ja. Ich finde sowas echt schade, dass diese Leute halt. Nicht nur, dass Asiaten auch mit kämpfen müssen, ne, gegen die Pandemie, dass sie sich auch noch mit der Diskriminierung, ne, rumschlagen müssen. Wenn sie halt in Geschäfte gehen, werden die halt komisch angeschaut, wenn sie halt über die Straße laufen, werden die halt bespuckt, beleidigt und so weiter. Oder sogar, ne, mehr geschlagen, verprügelt und so weiter. Vor einigen Tagen wurde ein 17-jähriger Jugendliche
also ein 17-jähriger Syrer war das, glaube ich, wurde verprügelt von einem erwachsenen Mann. Wegen dem Hass, den der erwachsene Mann hat. Und dieser Hass ist eigentlich meiner Meinung nach wirklich grundlos. Es gibt halt Leute, die behaupten, ja, Ausländer nehmen unsere Arbeitsplätze weg und so weiter, aber hätten sie besser nachgeforscht, würde klar sein, dass es nicht der Fall ist, ne? Dass all deren Gründe halt keine Beweise, keine Belege, ne? Dass es dazu keine Belege und so weiter gibt. Einfach nur Gründe sind, weil. Also, das sind halt einfach nur Gründe, wo es denen halt passt. So spontan. Die sind halt nicht bereit, wirklich da zu recherchieren. Habe ich noch ein bisschen Oak? Nee. Sind da Bäume gewachsen? Ja.